Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Erklärvideo Würfel malen. 3D-Würfel zu malen ist schwierig, deshalb haben wir heute eine etwas andere Form des Videos gewählt, dass ihr mich sehen könnt, aber viel wichtiger ist gleich, dass ihr das Blatt sehen könnt, wo ich malen werde. Dieses Blatt steht für euch zum Download bereit, aber ihr könnt es auch, wenn ihr nicht ausdrucken könnt, in der Schule abholen. Ich habe dort einen Stapel mit Blättern hingelegt, die ihr als Kopiervorlage mitnehmen dürft. Wir gucken uns jetzt mal an, wie das nun funktioniert. Entstehen soll solch ein Würfel. Den zu malen muss man ein bisschen üben, aber wenn ihr es 2-3 Mal gemacht habt, werdet ihr merken, das ist ganz einfach. Einige fangen lieber unten an mit dem Würfel, andere fangen lieber oben an. Ich mache beide Versionen. Ihr nehmt euch 2 Punkte, verbindet die miteinander. Dann nehmt ihr die 2 Punkte, die so zueinander liegen, und verbindet die auch wieder. Jetzt müssen wir, das ist jetzt hier die untere Ebene gewesen, jetzt brauchen wir diese Seiten hier oben, diese Striche. Die machen wir auch, und zwar erst an der einen Seite. Ups, das war nicht schön. Dann in der Mitte. Und dann kommt noch der andere seitliche Strich. Jetzt kann man schon fast erkennen, was es wird. Es fehlt noch der Deckel oben drauf. Und den malt man natürlich, indem man die oberen Punkte miteinander verbindet. Schon hat man den ersten Würfel gezeichnet. Ha, der sieht doch gar nicht schlecht aus. Wenn man möchte, kann man jetzt die einzelnen Seiten unterschiedlich färben. Ich habe jetzt leider keinen Buntstift bei mir. Vielleicht macht ihr alle Seiten, die in diese Richtung sind, schwarz. Alle Seiten, die in diese Richtung sind, macht ihr rot. Und den Deckel oben drauf, den kann man dann vielleicht noch blau malen. Ich will aber ja noch weiter malen, denn nur ein Würfel zu malen ist ja langweilig. Ihr dürft gerne auf dem ganzen Blatt hier Bilder malen mit Würfeln. Und ihr müsst nicht jeden Würfel einzeln malen, sondern ihr könnt auch sagen, hier unten, da sollen gleich mehrere Würfel zusammen entstehen und die sollen auch ein bisschen höher sein und sollen stufenmäßig runtergehen. Ich versuche das mal zu malen. Und dann fangt ihr vielleicht mit irgend solch einer Abbildung an. Und dann malen wir das hier so. Und wir malen das hier so. Und so seht ihr, dass dann langsam Bauwerke entstehen. Ich hoffe, man kann das auf dem Video gleich auch erkennen, was ich hier gemacht habe. Und da das hier ein Würfel sein soll, muss natürlich hier noch ein Strich hin. Und das hier ist auch ein Würfel, muss auch ein Strich hin. Das hier ist ja auch ein Würfel, aber die andere Fläche sieht man nicht. Dann kann es also hier weitergehen mit diesem Würfel. Und hier sitzt noch ein Würfel. Und es kann auch sein, dass man sich dabei mal vermalt. Das ist dann auch nicht schlimm. Wir lassen hier diese Würfel hochgehen. Haben dann hier noch einen Würfel. Haben hier einen. Und wir malen hier erstmal den letzten hin. Ist vielleicht jetzt ein bisschen langweilig, weil das nur eine Mauer ist, die hier in einer Reihe ist. Und ich sehe gerade, dass ich sogar einen Strich falsch gemalt habe. Vielleicht entdeckt ihr das. Das ist nämlich dieser hier. Den hätte ich gar nicht malen dürfen. Soweit kann man Fehler passieren, den könnt ihr aber nachher korrigieren, indem ihr die Fläche malt. Und das hier ist ja schwarz. Und das hier ist schwarz. Und der Strich hier ist auch falsch. Man sieht es manchmal hinterher erst. Jetzt hole ich mir ganz kurz einen blauen Stift. Und dann malen wir die obere Fläche noch blau. Und dann, glaube ich, kann man gut erkennen, wie das Gebäude hier gemeint ist. Also nicht schlimm, wenn man mal einen kleinen Fehler einbaut. Ihr seht, den kann man nachher gut korrigieren. Und das hier ist blau. Ihr dürft es gerne mit Buntstiften ganz ordentlich ausmalen, dass die Fläche komplett ausgemalt ist. Geht aber auch so. Und zum Schluss fehlt uns noch die rote Wand. Auch die malen wir so ein bisschen, man sich vorstellen kann, rot.
Und ihr braucht hierfür einfach ein bisschen Geduld. So, fertig ist unsere erste Mauer. Immer da, wo man von einer Seite drauf schaut, von oben zum Beispiel, macht ihr in einer Farbe. Wenn man von links drauf schaut, in der anderen und von rechts in der dritten Farbe. Ich bin sehr gespannt, welche Gebäude nun entstehen. Ihr dürft natürlich die Bilder entweder nach Lanes hochladen oder ihr schickt mir ein Foto. Ich freue mich drauf. Wenn es schöne Ergebnisse sind, können wir die auch bei uns auf der Schul-Homepage veröffentlichen. Viel Spaß dabei, viel Erfolg und ich bin sehr gespannt, was da kommt. Tschüss, macht's gut!